So, ihr Lieben, dann starten wir mal das Spiel hier. Ich melde mich, wenn wir wieder drinne sind. So, meine Lieben. Willkommen am ersten Spiel des heutigen Abends. Der Installateur gegen die Svenny auf der CCLP Warzone Liga Map in der leichten Liga 2. Und ja, wie ihr es gerade mitbekommt, gibt es Schwierigkeiten bei TikTok. Die haben den TikTok. Also, die haben meinen TikTok ein bisschen eingeschränkt. Also, die haben mich ein bisschen runtergenommen, weil irgendjemand entweder mich gemeldet hat oder weil, wenn ich der Meldung vertraue, ich zu statische Bilder geliefert hatte für meinen 15 Minuten Teaser, damit ihr euch schon mal ein bisschen Warm-up-Teaser, damit ihr euch ein bisschen warm machen könnt. Das unterstützt anscheinend TikTok nicht mehr. Liebe TikToker, ich werde wahrscheinlich bald bei TikTok das ziemlich runterschrauben, wenn es um die Teaser geht, um das zukünftig zu vermeiden. Es tut mir leid, aber TikTok hat wohl Probleme mit mir. Wir warten mal ab. So, starten wir mal hier mit dem Match. Hier unten rechts haben wir den Installateur. Er ist heute mit den Sowjets unterwegs in Blau hier. Und oben links den Svenny auch mit den Sowjets, aber in Gelb. Und wenn mich das nicht täuscht und ich mal in die Tabelle auch mal reinschaue in der leichten Liga 2, war mir danach, dass in der Hinrunde der Installateur gewonnen hatte gegen die Svenny. Das gucken wir uns mal eben ganz kurz an, ob das auch wirklich so ist. Nicht, dass ich da irgendeinen Mumpitz erziele. Und nein, es gab ein Unentschieden im Hinspiel. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Ja, Jules, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist tatsächlich TikTok, da jammern viele. Das ist aber auch, man darf da auch jammern, weil TikTok findet. Ich kann euch mal die Anfänge von TikTok erzählen. Wir haben ja noch ein bisschen Cooldown-Zeit. Ich denke mal, ihr gebt mir die Zeit, noch ein bisschen was zu erzählen, wie es hier angefangen hat bei TikTok. Also gerade zu Anfangs, wenn du noch nicht mal 1000 voll hast, dann gibt es so Möchtegern-Agencies, die dann hier vorbeikommen. Die sind von TikTok in Anführungsstrichen bestellt und dann kannst du dich bei einer Agency bewerben und dann schenken sie dir mal 1000 Follower. Das sind also alles Fake-Accounts und dann kann man, ja, streamen. Ich habe sie Gott sei Dank alleine erreicht. Also ohne, dass ich mich auf so eine Pseudo-Agency einlassen musste. Und die verpflichten dich dann aber, so eine Agency, dazu, dass du Streams machst und dann am besten diese Duelle. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bei TikTok mal gesehen habt, wie diejenigen, die TikTok verwenden. Man muss dann gegeneinander ein Face-Duell machen und dann den übelsten Scheiß machen. Das heißt, sich mit dem Edding Kreise ins Gesicht malen oder die Nase mit Reiskörner füllen oder auch eine ganze Zucchini in den Mund stecken oder sowas. Also das ist schon echt straight, was die fordern. Und ich habe da mal mit ein, zwei, drei TikToker geschrieben, weil die mich gefragt haben, wie ich das halt so geschafft hatte. Und ich sag, nicht so. Nicht so. Ich sag, das hätte ich jetzt, also das hätte ich ganz glatt abgelehnt, also auch noch Forderungen zu stellen. Und TikTok hat einen fiesen Algorithmus, so mehr du zeigst, also Tanzen, Gesicht, Hintern, sonst was, wirst du natürlich gepusht. Ne? Weil die Leute fahren ja dann nur darauf ab. Also wirklich Qualitätscontent, also der sich wirklich mit Thematiken beschäftigt oder so, der wird zwar auch gefördert, aber auch nur das, was ins Programm passt. Und daher, und mit diesen neuen Internetrichtlinien wird es nicht besser. Wirklich nicht, es wird schwieriger. Handy halb Kohle wegen den Geschenken. Richtig, Geld mache. Habt ihr vollkommen recht. Und ich mache TikTok wirklich auch nur noch, ich sag's euch ganz ehrlich, auch nur noch, damit ich ein bisschen Werbung mache und sag, hey, mich gibt's. Ihr könnt gerne auf Twitch kommen oder auf YouTube mal gucken oder auf dem Discord-Server. Ich mach's wirklich. Bei TikTok würde man auch also mit diesem Art von Content auch seine Kosten nicht deckend finanzieren können. Das geht einfach nicht, weil das TikTok jetzt hier mich fördert, in Anführungsstrichen, gibt's hier nicht. Nee, absolut nicht. Oh cool, übrigens Bauhof bei Installateur unterwegs. Schon der erste. Und aber auch beim Svenny. Gut unterwegs.
Ja, stelle mir gerade Cuttert am Tanzen vor. Ja, ich nicht. Ja, und Kick, nein, ich glaube nicht, dass Kick und Twitch zusammen harmonieren. Ich habe ja schon die Problematik, dass Twitch und YouTube ja schon nicht harmonieren und das nicht erlaubt ist. Daher, die einzige Kombination, die gerade noch so zulässig ist, ist Twitch und TikTok. Was anderes kann ich nicht. Also das ist ja. Und Kick war schon eine Alternative, ja, hatte man auch schon überlegt. Problem, die schießen sich alle gegenseitig aus. Erst die Wäsche machen, ja. Oh, ihr mit eurer Wäsche, echt. Ich habe übrigens dran gedacht gestern. Auch wenn es ein bisschen später geworden ist. Ich habe an der Wäsche gedacht und habe sie auch aus der Waschmaschine geholt. Den Teil einen Trockner und den Rest auch aufgehängt. Ich habe dran gedacht. Es ist mir aber auch sehr schwer gefallen. Ich war nämlich sehr, sehr müde gestern. Ja, der Installateur baut sich hier auf der Mittelinsel auf. Und sehr gute Positionierung von Svenny. Denn wenn sich das so anbahnt und wir das jetzt mal uns so mal anschauen, wird hier wahrscheinlich gerade auf dieser Achse hier so ein bisschen was passieren. Das heißt, mit der Frontbase, die Svenny hier jetzt erstellt bzw. aufbaut, könnte er ja die Installateur so ein bisschen länger zurückhalten. Ich muss auch sagen, dass der Svenny gut unterwegs ist. Und die Regale habe ich heute übrigens auch gemacht. Ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt, heute geschliffen, nochmal durch den dicken Hobel gezogen und ja, nochmal auf längs geschnitten. Auf 19,5. Also es läuft. Ich hab gesagt, den dicken Hobel. Dicken gehobelt. Ja, richtig, Pascal. Das sehe ich auch gerade. Wobei, ich finde, mit TikTok, es läuft was besser mit dem Chat. Wenn man hier zugucken will. Mit der Twitch-App geht das auch gut. Die Qualität bei Twitch ist natürlich deutlich besser. Muss man auch sagen. Problem ist, mit dem Chat läuft das wieder dann nicht. So alles in eins. Aber es geht eigentlich. Das ist Geschmackssache. Oh, so, hier Svenny vorpositioniert hier. Und hier Tesla gebaut vom Installateur. Bereitet sich also hier auch schon mal zur Sicherheit ein bisschen vor. Interessant, hier baut er jetzt Tesla Trooper. Ja, Svenny muss aufpassen. Also Installateur ist bekannt dafür, dass er auf mehreren Wegen ankommt. Und ja, die TikTok-App hängt leider öfter. Es liegt aber an TikTok, nicht an meiner Wenigkeit. Die Twitcher bestätigen mir das immer regelmäßig, dass es bei dem plötzlich läuft. Und ich kriege selbst hier immer die Meldung, dass TikTok irgendwann mal nicht stabil genug läuft. Mit so einem roten Banner und allen drum und dran. Es tut mir immer sehr leid, ich kann aber nichts für. Tja, man schenkt mir ja nichts, ne? Dr. Doom, danke für deinen Sub auf Twitch. Willkommen hier bei Katastrophe LP. Schau gerne zu hier beim Liga Live hier zwischen den Installateuren und den Svenny. Beide mit den Sowjets unterwegs und interessant ist, dass Svenny hier eine Tesla hingebaut hat. Wenn man jetzt mal sich rum ausschaut, wäre das einzige, ja, grenzwertig wegen den Schiffen. Gut, möchte, ich denke mal, hier seine Raff sichern. Installateur auch schon fleißig unterwegs hier mit schweren Panzern am Bauen. Und Obacht, hier muss Svenny reagieren. Weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Ich glaube, ich nicht so viel erkundet. Das ist der Nachteil, wenn man nicht zu viel erkundet. Oder nicht ausreichend erkundet, um mir das mal genauer zu sagen. Denn er hat meines Erachtens gesagt, diesen ganzen Bereich nicht erkundet. Weiß er also aktuell geschätzt nicht. Wobei, hier ist eine Beschädigung drin, hier bei der V2. Dass hier eine Base hier gerade aufgebaut wird. Und das kann für den Svenny natürlich nach hinten losgehen. Wenn der Installateur von beiden Seiten kommt und hier auch stark sich aufbaut, denn auch hier fängt er an mit Tesla-Troopern. Die hat er nur zwischengebaut, ein paar positioniert. Mal sehen. Kann hier jeder mitmachen? Julian, ja. Hier bei uns kann auf jeden Fall in der Liga jeder mitmachen. Also wenn du Lust hast und mitzuspielen, auch nur just for fun, du musst nicht in der Liga. Es gibt hier keine, ich wiederhole es nochmal, auch wegen letzten Stream auch schon. Da uns in den letzten Wochen durch ein, zwei Leute immer vorgeworfen wurde, hier gibt es Pflichten. Nein, hier gibt es absolut keine Pflichten. Also ihr habt keine Anmeldepflicht in einer Liga. Nein, ihr könnt auch Just for Fun bei uns in der Community spielen. Ihr müsst lediglich bei uns auf den Discord-Server kommen. Den Link findet ihr bei TikTok und bei Twitch in der Bio. Da einfach dann join und wenn ihr denn noch weitere Fragen habt, gerne im Discord stellen. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Ihr könnt in jeder Liga mitspielen, wie ihr möchtet. Das wird gut ausgewogen hier. Ah, ja.
aktuell, wenn man sich mal das Bild der Tabelle anschaut, sieht es so aus. Wenn der Svenny heute gewinnen würde, wie gehen wir davon aus, dann könnte er den vierten Platz heute hier sichern und damit näher an die Spitze rankommen, weil die Spitze setzt sich aktuell mit dem Installateur mit 34 Zählern zusammen, den Lanola mit 25 Zählern und den Andi mit 25 Zählern. Das heißt, er kann bis auf einen Zähler auf den Platz 2 und 3 herankommen und die Cooldown-Zeit ist gerade abgelaufen, Friedenszeit ist vorbei, sie dürfen jetzt angreifen. Dann warten wir mal ab, ob hier gleich schon ein ordentlicher Angriff hier vonstatten geht. Und es sieht hier auch schon so aus, der Installateur macht sich hier tatsächlich schon auf den Weg. Danke dir, Julian, für dein Follow. Und für die Dev wird's eng hier. Ja, was hat der Installateur hier vor? Ich glaube, er sieht das hier gar nicht. Ah, jetzt hat er müsste das wahrgenommen haben. Und jetzt geht's hier schon ins erste Gefecht hier. Und da muss der Installateur aufpassen, wenn er nämlich immer in Stücken reinkommt, wird er seine Panzerbrigade hier verlieren. Wichtig ist immer gesammelt den Gegner anzugreifen, immer auch versuchen zu verhindern und nicht gestreut anzugreifen, weil wenn man gestreut angreift, verliert man in der Regel oder sagen wir mal sehr wahrscheinlich verliert man denn den Angriff. Das hat nämlich die zwei Seasons an Erfahrung hier schon gezeigt. Mittlerweile machen das auch ganz viele, dass sie vorher ihre Sammler, ihre Panzer sammeln. Man sieht sie auch beim Installateur. Er fährt lieber erstmal nochmal runter. Hat gemerkt, wenn er die einzelnen hochschickt, dann bringt es nicht so viel. Und wir beobachten auch hier oben. Hier werden auch weiterhin Tesla-Trooper gebaut. Und jetzt greift der Installateur hier den Svenny hier unten an. Direkt auf die Kraftwerke rauf, will die Tesla hier rausziehen. Und schafft er noch nicht. Es ist genug Energie in Reserve. Und auch wenn hier Gebäude hier schnell runtergegangen sind, muss hier der Installateur hier einiges einbüßen an Einheiten. Er ist nicht direkt auf die Tesla gegangen. Ein Gebäude, eine RAF bleibt hier noch bestehen. Aber da kommt schon Nachschub. Installateur liegt nach. Svenny sollte reparieren, dann könnte er das auch noch, den Nachzug hier auch noch schaffen. Ist natürlich ärgerlich für ihn, dass die Gebäude jetzt hier weg sind und er damit nicht direkt produzieren kann. Ja, da oben ist noch relativ ruhig. Ja, schon richtig, Svenny. Schön wieder zur Tesla-Spule. Am besten jetzt noch eine bauen. Da. Kaserne gebaut zur Verstärkung. Da kommt die Tanja. Obacht. Tanja ist unterwegs. Neben den Troopern und den Panzern. Jetzt achten wir mal aufs Movement hier, was hier passiert. Geht jetzt direkt erstmal auf die Tesla, anders als vorher. Tanja hat ausgewählt, hat aber nichts erreicht. Ja, man merkt, so wie wir das zu Anfang auch vermutet haben, hier unten wird das Hauptgefecht stattfinden und im Hinspiel gab es ja schon ein Unentschieden. Mal sehen, wie das hier heute ausgeht. Und jetzt gucken wir mal hier oben, was hier nachzukommt. Wieder eine ordentliche Panzerbrigade. Ja, er muss dicht machen, der Svenny. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Er weiß, dass er hier unter Druck gesetzt wird. Wichtig wäre hier auf jeden Fall dicht zu machen, die Übergänge. Heißt hier ein bisschen näher ranbauen. Deathbone, es würde sogar schon reichen. Und das machen ja leider aktuell nicht viele. Mauern zu setzen. Mauern setzen bringt wirklich was. Das haben wir ja schon zu oft gesehen. Und hier kommt der Installateur jetzt kleckerweise rüber. Oh ja, und Flying korrigiert nochmal Raumteiler. Im Übrigen für die Community-Mitglieder, die ja bei uns im Discord schon drin sind. Ich habe heute eine Umfrage gestellt bezüglich des Themas mit dem T-Shirt, den wir also gestern Abend hatten. Also wenn jemand gerne T-Shirts haben möchte, kann er bei der Umfrage dran teilnehmen. Und dann kümmern wir uns da drunter. Und by the way, ich habe heute mal wieder YouTube-Kommentare gelesen.
musste mir heute schweren Herzens einen Negativkommentar mir anhören, also lesen. Meine Stimme verleitet gleich zum Ausschalten. Einfach mal sacken lassen. Mulinger, danke für den Follow auf TikTok. Na, TikTok funktioniert wieder oder was? Haben sie wohl gemerkt, ne? Liebe geht raus an das TikTok-Team. Ja, dann abschalten, sagt Peter Lustig, genau. Wortwörtlich so, meine Stimme lädt zum Abschalten ein. Aber wie sieht's aus? Der Installateur hier langsam im Vormarsch, immer wieder Druck machen, ordentliches Pressing hier, aber schön, dass hier der Svenny sich hier wieder aufgeteilt hat. Oh, Janine, meinst du das jetzt ernst oder ist das wieder ironisch gemeint? Also es gehen mir gleich hier die roten Wangen. Und der Svenny geht ein bisschen in die Offensive, fährt hier in die Mitte vor. Ah, schön, dass er die Def hier aufbaut. Bau doch endlich mal die Mauern, gerade um die Teslas. Es ist so effektiv. Danke, Janine. Es ist so essentiell, mal eben schnell die Mauern rumziehen. Es bringt so viel. Gerade wenn man sie auch nur im Winkel baut. Nur im Winkel. Es reicht schon, dass sie den Angriff der Panzer aushalten. Die Lache weckt auf. Was? Oh, Brizio, Mensch. Ich lach doch so gerne. Übrigens, da waren die Bomber gerade, habt ihr ja gesehen. Also man muss schon sagen, dass der Installateur sich ein bisschen die Zähne hier ausbeißt. Boah, jetzt sieht es hier schon ein bisschen besser aus als zuvor. Aufgrund der Tesla-Trooper, die hier mit dabei sind. Die hauen natürlich ordentlich rein. Und das nicht zu wenig. Das ist jetzt tatsächlich die Base. Da muss sich der Svenny jetzt geschlagen geben. Und auch hier oben sammelt der Installateur schon langsam etwas zusammen. In der Mitte sieht der Svenny gerade so ein bisschen verwirrt aus, weiß nicht wohin. Allerdings, Obacht, das wird jetzt der Installateur mitbekommen haben. Der Panzer ist gleich down. Und er zieht alles rüber. Achtung, Bomber sind unterwegs. Wir bleiben mal dran, mal sehen, wo er hin will. Ja, unten links geht auch der Installateur nach oben in die Richtung Mitte. Aber wir bleiben bei den Bombern dran. Und rechts geht auch der Svenny rüber. Ich denke mal, dass er sich die Base gleich krallen wird. Das gucken wir uns gleich an. Geht auf die Waffenfabrik. Ah, hat gar noch gereicht. Und ja, Installateur verkauft erstmal hier die Frontbase. Und wenn jetzt der Svenny hier durchziehen würde, könnte er es schaffen. Einfach straight ahead hier einfach runterfahren. Ohne sich aufhalten zu lassen. Ja, jetzt ist gutes Handling hier angesagt. Also Obacht. Wichtig hier immer die Panzer zu streuen mit der X-Taste. Damit die möglichst wenig Schaden haben, gerade wenn die im Movement sind, also nach dem Schießen begeben die sich dann ins Movement, sind halt dadurch schwieriger anzugreifen und auch zu beschädigen. Da so mal einen kleinen Tipp nochmal von mir an euch. Fabio, nein! Ich zocke es übrigens gar nicht, das ist ein Ligaspiel, was ich hier gerade übertrage von zwei Spielern aus meiner Gaming-Community. Und zwar spielt der Installateur und der Svenny das über PC gerade. Und ich gucke über PC rein. Und wieder, es hat wieder nicht geklappt. Und Svenny repariert nicht. Er hat so viel Geld. Er muss reparieren. Und jetzt Offensivangriff hier nochmal vom Installateur. Und gleichzeitig aber auch vom Svenny. Er muss aber aufpassen jetzt. Ja, da oben kriegt das locker hin. Da braucht er sich keine Sorgen machen. Aber hier muss er aufpassen. Sonst verliert er die Panzer.
Und man merkt hier, dass er Svenny ordentlich, weil er sich halt nicht hier fokussiert hat, die Panzer unnötig verliert. Übrigens, Patty, ja, ihr geht es gut und sie ist gut zu mir. Immer. Moin, David. Schön, dich zu lesen auf TikTok. Und hier oben. Ja, korrigierte Flugroute hier vom Installateur. Denke mal, hier wird irgendwo Abwehr sein. Ja, tatsächlich wegen Luftabwehr. Ja, das war zu spät repariert. Eindeutig zu spät. Hätte er retten können. Und ich glaube, wenn es nicht mal so sogar eine. Naja, er hat noch eine. Glück gehabt. Glück gehabt. Die muss er natürlich jetzt nachbauen. Es bahnt sich hier tatsächlich an, dass es ein bisschen länger zwischen den beiden geht. Wichtig ist jetzt für den Svenny, er muss hier Land gewinnen. Er muss hier wirklich vorne hier rein dicht machen, auch hier dicht machen, damit er in Ruhe hier noch farmen kann. Er kommt nämlich aktuell, so wie es hier aussieht, nämlich nicht unbedingt weiter vor. Denn der Installateur macht sich hier jetzt auch schon langsam wieder bereit, wo er unten die Base schon vom Svenny hier runtergeschossen hat. Oben aktuell, ja, wird jetzt nachproduziert hier schwere Panzer und Tester-Trooper vom Installateur. Hier konnte er das locker mithalten. Daher ist immer wichtig, auch hier ein kleiner Tipp, sagen wir in jedem Live, wenn ihr verteidigen wollt und der Angreifer kommt jetzt von hier, bleibt immer hinter der Verengung. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr hohe Chancen, den Angriff abzuwehren. Auf jeden Fall wehrt es ab bei gleicher Anzahl, auch wenn ihr drei Viertel habt von der Anzahl her zu dem Gegner, wehrt ihr das auch noch locker ab. So, das ist die Erfahrung, die wir bisher hatten. Fabio, danke für den Follow auf TikTok. Schön, dass du dabei bist. Und ja, jetzt werden es weniger. Hat er gemerkt, jetzt braucht er Luftverteidigung. Ressourcen hat Svenny genug. Beim Installateur sieht es allerdings mager aus. Und wenn man betrachtet, hätte er mit dem Transport-Heli und mit der Tanja optimale Chancen, der Svenny hier den Installateur richtig das Leben schwer zu machen. Denn es ist absolut keine Verteidigung da drüben, bei dem Installateur. Keine Luftverteidigung, absolut nichts da. Aber auch kaum Bodenverteidigung. Die Tester sind immer relativ weit von der Base entfernt. Nicht mal in die Mitte gestellt. Also wären optimale Voraussetzungen für Tanja Move. Frage ist, wir gucken uns nochmal an, ob irgendwo... Nein, ein Heliport ist noch nicht gebaut. Auch hier nicht. Also wird sich die Armbahn allerdings... Svenny, Obacht. Geht hier nach links unten. Ah, geht hier. Also die setzen sich hier beide ins Ziel, hier über links zu kommen. Danke dir, Stefan, für den Follow auf TikTok. Moin, Vitala, schön, dich wieder zu lesen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe TikToker und liebe Twitcher. Schön, dass ihr wieder so zahlreich hier eingeschaltet habt. Hier im Liga Live mit Katastrophe LP. Jetzt aktuell hier der Installateur und der Svenny, die gegeneinander spielen. In der leichten Liga. Moin, Benz K., auch schön, dich zu lesen. Moin, Nordrichter. Hi, Rubini und mein Bäuchchen. Auch der Bäuchchen spielt übrigens gleich, wo ich ihn gerade lese. Ah, Svenny kämpft sich durch. Und wenn er jetzt dran bleibt, mit dem Rest hier auch noch nachzieht und hier rüber, dann wird es eng hier für den Installateur. Schaut euch das mal an, der hat nicht so viel. Mit den Einheiten könnte er hier locker die Base hier wegnehmen und dann würde es enger werden. Er könnte sogar noch hier rüberkommen. Wichtig ist, dass er jetzt wirklich die nochmal schnell zusammensammelt, nicht viel Zeit vergehen lässt und hier rüberfährt. Die Frage ist, ob er sich das gleich traut. Das würde er hier locker noch abwehren, was hier kommt hier vom Installateur. Das ist kein Problem, das geht er locker abgewehrt. Allerdings muss er jetzt hier reagieren, weil der Installateur ist auf Zack, geht hier mit den V2 ran. Ja, laut Richter, mein Beileid, dass du arbeiten musst jetzt, aber wir fühlen mit dir und weißt ja, Spannung ist hier garantiert. Ja, das bringt jetzt auch nichts. Er müsste da eigentlich hinfahren mit zwei, drei Einheiten, oder?
sehr effektiv wäre, mit dem Tesla-Panzer hier hinzufahren. Und hier lässt er einfach wieder nur stehen. Ich denke mal, dass er hier oben beschäftigt ist. Genau das muss er jetzt machen. Nur nicht zu weit fahren. Alter, sind auch noch Tesla-Trooper. Er will die Base jetzt knacken. Dann könnte er auch, wenn er die jetzt nachgibt. Mitte haben wir auch noch. Moin, bye, bye. Hi, bye, bye. Ja, tatsächlich Mitte. Mitte haben wir auch noch. Ah, da tut sich natürlich nichts. Wir müssen hier links gucken. Ah, wenn jetzt noch ein bisschen Pressing hier vom Sven. Er hätte hier jetzt dicht machen können auf der linken Seite, ne? Er hätte wirklich jetzt schon... Hat er nicht dran gedacht. Denk mal, die Nervosität spielt ja auch eine Rolle. Das haben wir beide eben schon gesagt. Da denkt man denn nicht unbedingt klar. Allerdings ist das Movement hier nicht unbedingt der verkehrteste. Der Svenny hält die Angriffe gut fern. Problem ist, er hat jetzt nicht viel zum Verteidigen. Und da kommt jetzt ordentlich was nach. Und das kann hier einen Durchbruch bedeuten, hier vom Installateur hier. Und man sieht es jetzt, Svenny hat schon ein bisschen Bammel. Schickt einiges nach oben. Er ahnt das schon. Wichtig wäre jetzt nochmal ein Bau einer Tesla. Vielleicht kriegt er das noch hin. Und parallel, wenn der Installateur damit beschäftigt ist, ihn oben hier in die Enge zu treiben, wäre es gut, wenn der Sven hier unten anfängt. Ich hoffe es ja immer noch. Und jetzt, der Installateur zieht sich hier wieder zurück. Gut gedefft. Und jetzt, zack, rüber da, weil da steht schon wieder zu viel. Und gerade viel zu viele Tesla-Cooper. Das wird schwierig hier. Für den Svenny. Denn wir haben hier wieder die Verengung. Und jetzt, ja, das war, ist jetzt gegessen. Er hätte schon von Anfang an rüber müssen. So, Mitte, er, wie vorhin, er zieht wieder über die Mitte nach rechts. Allerdings, hier Tesla-Trooper und Panzer. Aber ich denke mal, die kriegt er aber jetzt relativ schnell down. Da sind auch noch Grenadiere mit bei hier beim Svenny. Ja, einfach weiterfahren. Und gut ist. Und hier, denke ich mal, wird es auch gleich zur Konfrontation kommen. Das macht der Svenny gut. Respekt. Also wirklich gutes Spiel hier von ihm. Gegen den Installateur, der ja platzführender ist als Installateur. Mit 34 Punkten. Mit 9 Punkten im Vorsprung gegenüber den Lanola. Und wenn der Svenny hier gewinnen sollte, dann sind das 3 Zähler zusätzlich. Und dann ist er mit 24 Zähler auf Platz 4. Damit dann im Anschluss in der Nähe vom Installateur kommt er näher. Er freut mich für ihn, dass er hier so ein gutes Match macht. Das ist gar nicht verkehrt. Einheiten technisch kommt er auch gut mit. Hier zieht er sich taktisch zurück. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja gut, das ist natürlich auch eine gewaltige Front jetzt hier mit den Tesla-Coupons. Die sind sehr, sehr stark. Und hier, oh, eine Masse an Panzern. Er wartet zu lange. Er rückt die Panzer immer nach rechts, links, links, rechts und wartet zu lange mit den Panzern. Statt genau jetzt könnte er agieren. Er könnte hier unten so reinfahren. Und er greift aber hier oben an. Vielleicht auch nicht verkehrt, ihn nicht zu stark werden lassen hier oben. Allerdings wird das hier der Svenny nicht überleben. Das gewinnt der Installateur hier. Wenn er Verstärkung hätte und die nachschicken würde, hat er aber allerdings nicht hier. Ja, hier produziert er gerade noch nach. Ja. Hat ihn da ein bisschen dezimiert. Vielleicht jetzt nochmal ein Ablenkungsangriff hier mit den rechten Einheiten. Nee, er geht hier tatsächlich links nochmal in Konfrontation. Weil hier haben wir viele Schützen. Naja, hat er mit den Fallschirmjägern hier sich langsam zusammengesammelt hier, die Einheiten. Und oben rechts. Er will nach oben. Er will ihn in die Zange nehmen. Wenn er wüsste, wie leer diese Base hier ist, ne? Ich glaube, dann würde er... Ja, der Installateur riecht das schon. Wichtig ist ja, wer gesammelter mit seiner Panzerbrigade jetzt unterwegs ist. Und Obacht, hier oben wird auch schon wieder gesammelt. Er muss aufpassen, der Svenny. Denn man sieht hier, der Installateur ist hier unten auch schon unterwegs, von links. Ich denke mal, das wird hier ein gleichzeitiger Angriff. Von mehreren Seiten. Svenny sammelt sich hier. Der Installateur hier. Und das wird hier
jetzt ins Gefecht gehen. Schade. Moin, Nerdy. Schön, dich zu sehen. Auch viel zu sehr gestreut. Oh Mann. Der Svenny ist hier wirklich gut unterwegs. Er muss sich nur mehr trauen. Gerade im Hinblick hier unten rechts. Guckt euch das mal an. Und auch hier und hier. Da ist nichts. Während der Svenny schon ein bisschen mehr in der Base hat. Da ist auch nicht viel. Ja, und guck mal, es warten wieder zu viele hier. Das ist der einzige Fehler aus meiner Sicht bisher. Ich denke mal, wenn der Svenny sich hier trauen würde, tatsächlich mit diesen Panzern hier einfach schneller mobil zu werden, auch Richtung Installateur, dann hätte er das Match, denke ich, immer schon längst gemacht. Ne? Er muss sich nur trauen. Und jetzt er traut er sich mit den Grenadieren. Oder das wird aber auch mal ein schönes Bild hier mit den Grenadieren. Oh, 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 oh. Das habe ich so noch nicht gesehen. Der Vorteil bei den Grenadieren ist ja, dass sie halt schwieriger anzugreifen sind, weil die sich auf den Boden schmeißen. Allerdings sind die V2 hier auf dem Weg und die machen zwap, zarab und dann ist weg. Zwei Schüsse, dann ist über die Hälfte hier weg. Daher wichtig, dass er mit den Tanks jetzt auch vorfährt. Ja. Aber rucki zucki und gleichzeitig Angriff von oben rechts. Danke dir, Volker. Für dein Lob. Auf TikTok. Und ja, ein Satz mit X, das wird wohl nix. Sehr, sehr schade. Aber da muss er schneller. Ja. Habt ihr das gesehen? Das nennt man V2 Power. Schade. Svenny hat wirklich bisher in allen Angelegenheiten, wo er sich nach vorne getraut hat, bis auf die eine Situation hier oben rechts, da hat er die Base geschafft, zu lange Zeit gelassen. Installateur konnte seine Einheiten wieder bauen, konnte eine ordentliche Mannschaft wieder vorsetzen. Das hat ihn jetzt hier einiges gekostet. Und der Installateur holt sich den Bauhof. Oh Mann, 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 Mann. Sehr ärgerlich. Ja. Und er ist jetzt ordentlich dezimiert worden. Das könnte jetzt die Chance hier sein. Wobei, wenn man jetzt mal auf die Einheiten betrachtet, der Installateur hat auch nicht mehr so viel. Hier sind die einfach zu weit entfernt. Die Tester-Trupper brauchen auch schon ein bisschen länger für den Antritt. Ist die Front Base und die V2. Die sind natürlich nicht als Tanks optimal, sondern nur für die Distanz. Das heißt, beide haben wieder Zeit, sich hier zu sammeln. Svenny hat noch genug hier zum Abbauen. Und der Installateur ist ja bisher ziemlich unbefleckt hier unten. Wurde noch gar nicht angegriffen hier unten von dem Svenny. Allerdings macht sich der Installateur jetzt hier oben wieder auf den Weg. Ja, also es wird hier wieder ein bisschen spannender. Ist unbefleckt, ja. Kennt ihr die Unbeflecken von Game of Thrones? Und nimmt sich jetzt die Raff. Und das macht er natürlich jetzt geschickt, ne? Die Sammler jetzt einen nach dem anderen hier rausziehen, obwohl das jetzt Auto-Angriffe sind hier. Auto-Attacks. Und das sind die Grenadiere. Ich glaube, langsam müsste er das gemerkt haben. Oder auch nicht. Oder baut er hier wieder Grenadiere nach? Weiß ich nicht. Naja, versucht da nochmal gegenzukommen. Das ist so ein bisschen Verzweiflung, glaube ich. Danke dir, Chappy, für den Follow auf TikTok. Er muss aufpassen. Ja, Tesla-Trooper wären jetzt die effektivsten hier. Nur er muss die V2 auch wegkriegen. Wobei, ich korrigiere mich, die Tesla-Panzer sind gegen die V2 die effektivsten. Wirklich, die, knallen die teilweise One-Hitted weg. Und Obacht! Der Svenny baut hier wieder eine Base auf. Moment, eine Farming-Base hier. Allerdings, der Installateur kommt hier schon. Mit
einigen Tesla-Troopern und vielen schweren Panzern. Es gleicht sich das mit. Es bahnt sich hier an. Wir haben 25 Minuten. Es sind noch zu spielen. Es bahnt sich hier wieder ein Unentschieden an zwischen den beiden. Also es ist schon ein spannendes Match. Problem ist nur, dass der Svenny schon das Match hätte gewinnen können. Ja, also er hatte schon 3, 4 Gelegenheiten, wo er deutlich in Überzahl war, gerade mit der Panzerstreitmacht. Er hat's, denke ich mal, nicht gesehen. Ich habe auch kaum Erkundungsflieger gesehen. Ich muss aber auch zugeben, ne, so ganz heimlich. Ich vergesse es auch mal, meine Erkundungsflieger zu benutzen. Ja, moin Patrick, danke für die Follow auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Willkommen hier bei Katastrophe LP hier im Liga Live hier. Im Spiel der Installateur gegen die Svenny in der leichten Liga. Und für die neuen Zuschauer, die eingeschaltet haben, wenn ihr Interesse habt, einfach mal solch Nostalgie-Spiele hier, zum Beispiel Command Conquer, Alarmstufe Rot mitzuspielen, auch als im Ligasystem. Da kann jeder mitmachen, egal ob ihr Anfänger oder Profi seid, das ist völlig egal. Dann kommt einfach bei uns gerne auf den Discord-Server. Den Link findet ihr bei mir in der Bio auf TikTok oder auf Twitch. Ihr könnt aber auch gerne auf YouTube auch weitere Informationen bekommen. Ansonsten über meine Website, die gerade zwar in Arbeit ist, sind die Links auch drin. Einfach auf www.katastrophelp.com gehen. Da sind die Links auch abgebildet. Und jetzt Großangriff auch mit Tanjas im Übrigen. Mit im Gepäck. Wenn die durchkommen, kann es übel ausgehen. Aber sie kommen nicht durch. Schaut euch das mal an. Also im Verbund, Barosch, im Verbund wären Tesla-Panzer hier richtig, richtig effektiv. Bauen aber die wenigsten. Weil die Tesla-Panzer, die halten auch natürlich nicht viel aus. Aber wenn man sie halt in einer Second Line mitbewegt, das beherrschen aber auch nicht viele, dann reißt man da einiges mit. Auch als Death übrigens, als, naja, mobiles Death-Gebäude in der Base ist ein Tesla-Panzer Gold wert. Und günstiger als die Tesla. Ja, also wenn man Endverteidigung braucht, besser lieber einen Tesla-Panzer bauen als einen Tesla-Turm. Und hier sammelt das sich auch schon wieder. Da wurde schon angegriffen. Und gut ist jetzt, Raketen-U-Boote. Eins darf er bauen. Ein Raketen-U-Boot darf er bauen. Und damit kann er schon einiges reißen. Gerade von hier aus gesehen. Von hier aus könnte er das hier alles wegnehmen. Das reicht auch von hier aus übrigens. Problem ist, hier sind wieder viele V2s einmal gesichtet. Und der Installateur, glaube ich, weiß schon Bescheid. Ja, positioniert die da schon hin. Und Auto-Attack reagieren die natürlich auch. Sobald das U-Boot nämlich sichtbar ist, schießen die auf das U-Boot. Das ist ein Problem. Und hier unten geht's, glaube ich, zum nächsten Angriff. Moin, Ascon. Schwere Liga ist unbegrenzt. Schwere Liga dürfen unsere Grenze bauen. In der mittleren Liga dürfen sie bis zu 3 Raketen-U-Boote bauen. Und auch Kreuzer in der leichten Liga jeweils nur 1. Das haben wir extra so gemacht, damit die Anfänger eine höhere Chance haben. So. Das hat sich übrigens bewährt, als unser Ligasystem, so wie wir es führen, hat sich jetzt schon auf die letzten 7 Monate ordentlich bewährt. Wir haben richtig viele Zugänger, gerade für die Anfängerliga, wo ich ja mein Hauptaugenmerk ja immer habe. Weil bei den Profispielern brauche ich nichts zu machen, weil ich weiß, dass sie klarkommen. Aber wir haben einen. Die größte Liga ist bei uns die leichte Liga. Das finde ich gut. Ja, Chappy, ist immer noch toll. Und glaub mir, wie viele Leute bei uns in der Community das mittlerweile spielen und abfeiern. Und hier, wie ihr seht, gerade ein Ligamatch spielen, hier im Live. Ich moderiere gerade ein Live-Spiel zwischen den beiden. Und es geht hier hart zur Sache bei den beiden.
Schon ganz anderer Schnack als zum gestrigen Live, wo wir nur TK hatten. Wir hatten zwar noch ein Spiel mit Alarmstufe Rot. Die Spiele sind hier bei Alarmstufe Rot natürlich ein bisschen länger. Auch ein bisschen spannungsgeladener auf die Dauer. Und aktuell sind gleich nur noch 20 Minuten zu spielen. 40 Minuten haben wir rum. Danke dir, Mike, für den Follow auf TikTok. Herzlich willkommen hier bei mir auf Katastrophe LP. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie sehen denn die Wetten übrigens auf Twitch aus? Ich guck mir die mal an. 91% haben auf den Installateur gewettet. Ja, für die drei, die auf den Unentschieden gewettet haben. Ja, ihr könnt auch nicht absahen. Richtig, Brax. Auch Erbse, vielen, vielen Dank dir für deinen Follow auf TikTok. Herzlich willkommen auch dir hier bei Katastrophe LB. Und jetzt versucht er es wirklich nochmal mit der Brechstange. Und das könnte jetzt tatsächlich soweit sein. Denn wir haben hier nichts in Anmarsch. Wird das der Durchbruch hier sein? 19 Minuten Spielzeit noch. Ja, Pascal, ne? Für diejenigen, die schon länger hier dabei sind, hier bei uns in der Liga und hier zuschauen, werden natürlich die Entwicklung hier mitgekriegt haben. Also das Niveau steigt immer mehr, auch wenn wir neue Leute immer dazu mehr zukriegen. Das Niveau steigt. Die Leute haben aber auch so einen Bock zu spielen. Es ist einfach so. Jeden Tag spielen die und üben gemeinsam, ne? Lernen sich kennen, Freundschaften entstehen. Das meint ihr, was hier los ist bei uns auf dem Discord-Server? Und da das erste Mal sehen wir nach langem mal wieder Mammutpanzer. Schön, dass wir die mal wiedersehen. Mann, oh Mann, oh Mann, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich ja glatt Bock, heute die Wäsche zu machen. Ja, Ascon, ich sagte, ich werde mal meine Gedanken mal eben ganz kurz aussprechen. Also, ich denke es mir im Kopf und heimlich verrate ich euch das. Nee, ich habe mittlerweile, und das hatte ich ja schon mal gesagt, habe mir überlegt, ob wir nicht irgendwann mal wirklich noch eine untere leichte Liga machen. Also, eine richtig, also die, jetzt haben wir eine Rookie-Liga, ja? Die Rookie-Liga ist im Moment diese Beschäftigungsliga. Die werden die wahrscheinlich umbenennen und vielleicht dann auch doch noch mal eine Rookie-Liga machen. Falls die Leute aus der leichten Liga, wir merken, dass sich das Niveau was verändert hat in der Leichtliga, dass es wirklich welche Spieler gibt, die absolut null Chance haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie nochmal in diese unterqualifizierten Ligen reingehen können. So eine Art Kreisliga. Richtig, Nerdy. Guck mal, beide gleichzeitig gedacht. Genau, ja, ich hatte tatsächlich auch Kreisliga gedacht. Ja, aber mir ist es sehr wichtig, dass die Anfänger, die bei uns auch kommen, auch Chancen haben, selber das Gefühl haben, Punkte zu sammeln und nicht nur verlieren. Deswegen, ihr wisst ja, darauf legen wir groß, großen Wert. Und wir, allerdings steigt mit das Niveau in der leichten Liga auch. Und ich hoffe es, wobei die Leute auch mittlerweile viel üben, die Anfänger, und dass sich das vielleicht ausgleicht. Aber wir beobachten das einfach weiterhin, ne? Spiel über PC? Ja, Mulinger, wir spielen das tatsächlich über PC. Ich aktuell über Windows 11. Als Stream Edition. Und ja, Panzer hat sich durchgemogelt. Ah, es deutet sich hier ein Draw an. Also wir haben 16 Minuten Spielzeit noch. Aber muss ich sagen, richtig gutes Match von den beiden. Und das gegen den... Wohlgemerkt, Svenny hat im Hinspiel schon einen Unentschieden gegen den Installateur geschafft, ne? Ich muss sagen, gute Leistung hier vom Svenny. Wirklich gute Leistung. Schade aber, er hätte noch mal einen draufsetzen können. Viel schneller. Guck mal, er pausiert mit massig Panzern immer sehr, sehr lange und benutzt sie nicht. Er hatte vorhin die Base hier vom Installateur schon direkt platt machen können. Mittlerweile stehen ja schon drei Tester vor, anstatt nur eine hier. Und so gut wie keine mobilen Einheiten. The same hier, als er Svenny hier Einheiten hatte.
war hier so gut wie alles leer, als er die erste, die zweite oder dritte Welle kaputt gemacht hatte vom Installateur. Hätte er so durchfahren können. Hätte, hätte Fahrerkette. Die Probleme, ich denke mal, er hatte nicht alles erkundet und hat es nicht gesehen. Und da geht wieder der Frontalangriff hier vom Svenny los. Pi, warum werden so wenig Mammutpanzer gebaut? Barosch, Frax hat es gerade schon gut gesagt und Barosch auch. Die sind im zweiten Teil die Alarmstufe Rot wirklich zu schwach. Und heilen sich auch nicht mehr so krass, glaube ich, vom Gefühl her. Und die haben kaum HP. Das ist das Problem. Ja, und teuer sind sie auch noch hinzu. Genau, das ist auch noch der größte Punkt. Deswegen bauen die kaum welche noch. Ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Mammutpanzer aus dem Tiberium-Konflikt. Absolut nicht. Wobei, ist euch das schon aufgefallen, für die lieben Zuschauer, die die letzten Wochen ja öfter mal hier zugucken und auch Tiberium-Konflikt mitverfolgen, wir haben es, glaube ich, nur bei einem Spiel bisher im Live geschafft, dass da jemand Mammutpanzer gebaut hat. In einem Spiel bisher nur. Sonst hat das niemand geschafft, weil die Spiele sind relativ kurz. Die messen sich ja auch da ordentlich. Oh. Also wo die hier auf dem Weg sind. Wieder mit Flugkorrektur hier. Moin, Matze. Ja, der Apokalypse-Panzer ist natürlich bei RA2 echt schon geiler Panzer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Svenny diesmal vorhat. Also Verteidigung haben wir hier unten rechts immer noch so gut wie gar nicht. Und gleichzeitig geht es hier unten links auch nochmal los. Er hat sich aber auf die Grenadiere richtig festgesetzt, ne? Boah. Also viele Grenadiere habe ich noch nicht gesehen. Ja, im Tiberium-Konflikt sind die Mammutpanzer deutlich stärker. Also wirklich deutlich. Richtig, Masse. Richtig. Aktuell, jetzt hier oben, bahnt sich wieder was an. Und mit dem, was hier kommt, schafft der Installateur das sehr wahrscheinlich, wenn er jetzt rübergeht. Er muss jetzt rübergehen. Also darf sich nicht viel Zeit lassen, sonst kommt wieder das Engelprinzip hier. Und hier sind mittlerweile auch ordentlich Tesla. Und hier geht's wieder los, hier unten links. Die kommen immer näher ins anderen Schieden. Und das ist natürlich der Nachteil bei den Grenadieren. Oh Mann, ärgerlich. Ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Mal, dass ihnen das jetzt passiert. Das wird das zweite Unentschieden zwischen den beiden. In der Hinrunde und in der Rückrunde. Es bahnt sich immer mehr an. Ah, Darula, ich muss sagen, bei Renegade habe ich mit dem Mammutpanzer das meiste immer geschafft. Also wirklich, der ist schon, wenn man mit dem gut handeln kann und weiß, wo die Waypoints sind auf der Map, dann kann man ordentlich was reißen. Moin, Dante. Ja, das sieht wirklich krass nach einem Unentschieden aus hier. Wir haben noch knapp 12 Minuten Spielzeit hier unten, wird das eingeblendet. Ja, der Installateur versucht jetzt massiven Angriff. Weil ihm die Zeit auch langsam so im Nacken liegt. Ja, beißt hier aber die Zähne hier aus. Ja, und die Tester tun hier Gutes. Und die stehen nur rum, ne? Die stehen wirklich nur rum. Ja, da müssen wir die Svenny gleich mal fragen und auch vielleicht mal nochmal darauf hinweisen. Ja. So oft, also fast in jeder Situation, wo seine Panzer hat zu lange stehen lassen, hätte er schon längst agieren können und hätte durchaus gewonnen. Eigentlich müssten wir die beiden das zeigen, aber dann überziehen wir gerade so die Time, weil das nächste Spiel bahnt sich gleich an. Gleich im Nachgang haben wir noch 3 Spiele. Und hier geht's los. Und links wieder. Ja, ohne Hotti bin ich so oder so nicht immer unterwegs, Darula. Ich bin immer mit einem Reparateur unterwegs. Moin, Yannick. Danke für den Follow auf TikTok.
Herzlich willkommen hier bei Katastrophe LP, hier bei mir im Stream. Und jetzt greift er hier tatsächlich an. Der Derry ist wahrscheinlich eingepennt auf der Tastatur. Bleibt irgendwelche komischen Sachen. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass es so viele Mammutpanzer sind. Oh, den Angriff wollen wir jetzt natürlich mal sehen. Aber schön, das ist der erste groß angelegte Angriff mit Mammutpanzern seit Liga-Beginn. Das haben wir in dieser Art und Form noch nicht gesehen, dass einer mit so vielen Mammutpanzern angreift und sich die Mühe macht, diese auch zu produzieren. Er muss nur natürlich jetzt auf die Einheiten gehen, die ihm gefährlich werden. Er boxt sich hier in der Base so langsam durch. Ja, und jetzt könnte er durchaus Erfolg haben. Ja, nee, er sollte den Panzer da wegnehmen. Das ist schon wichtig. Und die Tesla vor allen Dingen. Weil die Panzer halten nicht viel aus. Die Verluste sind zu hoch, weil die Tesla ihr Gutes tun. Und wir haben jetzt noch 9 Minuten knapp Spielzeit. Und es bahnt sich das Unentschieden tatsächlich an. Aber da sind die 91% von euch, liebe Twitcher, die auf den Installateur gewettet haben. Haben wir hier anscheinend verwettet. Denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es hier ein Unentschieden. No risk, no fun. So sieht's aus. Lauffällig ist auch, dass der Installateur schon sehr, sehr viele Flugzeuge zwischendurch verloren hat, aber immer wieder nachbaut und immer wieder fliegt. Aber ich habe mal schon mal gesehen, dass die Luftverteidigung halt der Sowjets unwahrscheinlich schwach ist hier. Und wie sieht's hier aus? Er fliegt hier wieder zurück. Ja, schade, dass das hier mit den Angriffen nicht funktioniert hat. Wäre er mit schweren Panzern hier gekommen, die auch deutlich hätten, der hätte fast das Doppelte bauen können mit dem Geld, wäre der Angriff hier geglückt hier unten. Auch da vorhin zu Anfangs. Ah, ich würde zu gerne die Wiederholung mit euch schauen, aber die Zeit haben wir leider nicht, weil die nächsten Spiele sich ja anbahnen. Das sieht ganz verdächtig nach dem Draw aus. 7 Minuten noch. Ja, Geld ist natürlich da wieder da. Da hast du vollkommen recht. Geld ist genug da. Moin, Dietze. Einen wunderschönen guten Abend und danke für deinen Follow auf Twitch. Ich heiße dich hier willkommen bei Katastrophe LP hier im Stream für alte und moderne Spiele als Liga. Wir sind hier gerade im Liga Live Play. Hier kommt man Conquer Alarmstufe Rot. Im Duell Installateur gegen Svenny in der leichten Liga 2. Moin, moin, Steffen. Schön, dich zu sehen. Ja, Svenny braucht sich jetzt nur noch dicht packen. Ist gelaufen. Er eigentlich braucht gar nichts mehr machen. Er braucht einfach nur stehen bleiben. So schnell kriegt der Installateur ihn gar nicht mehr weg. Also Respekt hier, zweites Spiel zwischen den beiden, zweites Unentschieden. Hier versucht der Installateur nochmal. Oh, aber Tesla regelt. Ich
Ich werde die Svenny gleich mal hinweisen, dass ich dringend mal die Wiederholung angucken muss und einfach mal sehen muss, wie oft er hätte sich trauen können und auch müssen. Denn er hatte schon 3 oder 4 Mal die Gelegenheit, mit deutlicher Überzahl in eine ziemlich unbewachte Basis reinzufahren. Das hatten wir vorhin hier auf der Situation, hier auch. Und es ist same hier. Da wäre er, und hier auch, ne, vorhin, da hätte er auch durchaus reinfahren können. Er hatte deutlich mehr. Brizio, wann beginnt die Season? 3, also 3. Ja, das dauert noch ein bisschen. Regulär hätten wir jetzt nur noch 1,5 Monate Spielzeit für die Rückrunde. Wir müssen aber gucken, ob die Leute ihre Spiele ordnungsgemäß hinbekommen. Ich denke mal ja. Also wenn alles gut läuft und die Spieler ihre Spiele schaffen bis in 1,5 Monaten, dann beginnt er zum Oktober hin. Nö, das sind wir ja schon längst im Oktober. Mitte Oktober die Season. Season 3. Ja, gut gemerkt. Hi, mein Engel. Schön, dich zu sehen im Stream. Auch meine Frau besucht mich mal wieder im Stream. Und er ist jetzt nur so die letzten Versuche und hier wieder die Flieger unterwegs. Er versucht es jetzt nochmal mit der Brechstange. Ah, Brizio bestimmt. Ich muss auch sagen, heute kam des Öfteren mal von einigen so die Frage auf, warum so viele wenig Live-Spiele in letzter Zeit angemeldet werden. Auch für Tiberium-Konflikt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also wir haben genug Spieler, dass wir Lives zeigen können. Ich denke mal, es liegt aber auch an den Zeiten. Ne? Manche sind auch auf Schichtdienst und arbeiten auch. Wir haben auch viele Trucker-Fahrer bei uns, die dann in der Woche nicht können. Die könnten ein bisschen Sonntagsstream machen. Nächste Woche haben wir einen Besprechungstermin im Team. Da soll auch vorgeschlagen werden, dass vielleicht der Samstag mal einmal im Monat mit reinkommt. Das gucken wir. Das muss ich auch zu Hause mal absprechen. Damit man für die Trucker vielleicht mal den Samstag mal einmal im Monat auch zur Verfügung stellt. Ich würde es gerne auch tun. Nee, meine Frau schreit schon. Nee. Ah, moin Naid, danke für den Follow auf TikTok. Herzlich willkommen über Katastrophe LP. Vielen Dank fürs Zuschauen. Moin Red Devil. Und ja, die letzten Versuche hier vom Installateur, aber das wird er nicht mehr hinkriegen. Wir haben knapp 3 Minuten noch. Das wird hier ein Unentschieden. Sehr, sehr schade. Also jetzt mal aus Sicht, wir lassen den Führenden, den Installateur der Liga mal eben beiseite. Aus Svenny seiner Sicht hätte das ein Sieg werden können. Was, einmal im Monat? Aber verhandelt man mit meiner Frau einmal im Monat? Einmal im Monat ein Event an einem Samstag? Also ich hätte nichts dagegen. Ihr wisst, es läuft hier ziemlich diplomatisch bei uns ab. Ja, liebe Zuschauer, knapp 60 Minuten gespielt. Es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die haben sich beide nichts gegeben und auch nichts genommen. Oder eher genommen als nichts gegeben. Und überwiegend hätte Svenny schon ein paar Mal den Sack zumachen können. Er hat die Chance leider nicht genutzt. Schade. Jetzt hier nochmal rund. Oh Mann, meine Frau dealt ganz schön hart gerade. Katha muss erst die Regale machen, sagt auf TikTok hier. Der Lucky haut doch schon auch wieder raus. Oh Gott, Lucky. Lucky, Lucky, das kannst du doch nicht bringen. Auch nicht Janine, nein.
So, 30 Sekunden noch, dann ist das Match hier vorbei. Dann haben wir hier ein Unentschieden. Die Elektrik ist schon neu. Es tut mal nicht so, als hätte ich nichts geschafft. Und das Match ist vorbei, liebe Leute. Wir haben hier ein Unentschieden. Und wir drehen... Lass das Match hier mal so ein bisschen laufen. Drehen mal den Sound ein bisschen weiter runter. Und schalten die beiden mal rein. Hi, ihr beiden. Hallo. Eieiei, ein hartes, langes Spiel zwischen euch beiden. Sehr, sehr, sehr spannend. Übrigens, das ist das zweite Unentschieden zwischen euch beiden, ne? Ja. Oh Mann. Und ich muss echt sagen, Installateur, du hast so ein Glück gehabt. Svenny hätte dich 3-4 Mal komplett ausradieren können. Er hat's nur nicht gewusst. Er hat's absolut nicht gewusst, dass er die Überhand hatte. Oh. Also Svenny, du musst dir dringend mal die Wiederholung angucken. Du hattest so viele Gelegenheiten, ihn wirklich schachmatt zu setzen. Das sieht man halt nicht. Nee, ja eben. Ich hab auch spekuliert, dass du das einfach nicht gesehen hast, dass du überall die Panzer so direkt vor seiner Base schon hattest und er hatte absolut fast keine Verteidigung mehr in seinen Basen. Er hatte gar keine Einheiten mehr wirklich da und du hättest so durchfahren können und hättest in die Basen nehmen können. Oh, da haben wir... Aber ist klar, also als Außenstehender sieht man das, aber ihr habt's nicht gesehen, ne? Nee. Also war trotzdem sehr, sehr schönes Spiel. Die Zuschauer fanden das auch mega unterhaltsam bei euch beiden. Und an euch beide erstmal ein tolles GG. War wirklich schön, dieses Spiel zu sehen. Wie fandet ihr das Match von euch beiden aus gesehen? Ja, gut, spannend. Ja, spannend. Aber das ist doch schön. Rumklicken, ne? Die ganze Zeit. Ja, immer am Versuchen, ne? Ja. Aber ich will mir das ja nicht nehmen lassen. Ich kann euch mal die Wettquoten eben verraten. Also 91% hatten auf dich getippt, Installateur, und 2% auf Svenny und 7% auf den Unentschieden. Ja, ich habe das letzte Spiel halt verkackt, ne? Ja, du hast es verloren. Ja. Ah, geil. Nein, aber trotzdem, wirklich ein schönes Spiel. Hat richtig Bock gebracht, dazu zu gucken.